bin ein Fan von gesunder Ernährung und ich liebe knackiges Gemüse. Aber ich möchte auch mal Fisch oder Fleisch zubereiten. Und auch, dass meine Brote und Baguettes knusprig aus dem Ofen kommen. So oder so, essentiell für das Gelingen ist Dampf. Das hier sieht zwar aus wie ein klassischer Backofen, aber dieses kleine Wunderwerk vereint die Fähigkeiten eines Brotbackofens und eines Dampfgarers. Die Möglichkeit zu haben, mit Dampf zu garen, um ein Maximum an Vitaminen und Nährstoffen zu erhalten, ist für mich ein echter Gamechanger. Und warum dieser Backofen so perfekt dafür geeignet ist und warum ein gezielter Dampfstoß so wichtig für eine knackige Brotkruste ist, das erkläre ich dir jetzt. Seit Jahren gehe ich regelmäßig und gerne auf den Wochenmarkt und liebe es, mich dort mit frischen und saisonalen Lebensmitteln einzudecken. Warum also leckeres und knackiges Gemüse und Obst wie Äpfel und Beeren im Kochtopf zerkochen? Da gibt es wirklich smartere Wege, um Gemüsesorten zuzubereiten wie Brokkoli, Karotten, Lauch oder Maiskolben. Oder alle anderen Gemüsesorten, für die es kein Emoji gibt, wie zum Beispiel Blumenkohl und Spargel. Wenn Gemüse weich wird, dann verliert es den Biss. Naja, und dann halt auch den Geschmack und vor allem die Vitamine. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und genau deshalb bin ich auch so froh über meinen neuen Dampfbackofen. Dampffunktionen in Backöfen gibt es ja an sich schon länger. Aber dieser Backofen aus der Serie 8 perfektioniert das Garen mit Dampf. Denn hier gibt es die Dampffunktion Plus. Bisher wurde das Wasser auf maximal 100 Grad erhitzt, um den Dampf im Innenraum zu nutzen. Mit der neuen Funktion kann der Dampf auf bis zu 120 Grad erhitzt werden. Das sorgt dafür, dass dein Gemüse schneller fertig ist und Vitamine, Aroma und Farbe weitestgehend beibehält. Und wer sagt denn, dass Dampf bei 100 Grad aufhören muss? Bosch hat das Prinzip des Dampfgarens konsequent weitergedacht und kombiniert Dampf mit Hitze. Dabei wird der Dampf auf bis zu 120 Grad erhitzt und ermöglicht so die Dampffunktion Plus. Sozusagen das Plus in Sachen Dampf. Damit gare ich ganz im Stile einer Chefköchin alles auf den Punkt genau. Also wirklich alles, auch Fisch und Geflügel. Und mein Gemüse behält die Bissfestigkeit und die Struktur, aber auch vor allem den Geschmack, die Farbe, Vitamine und Nährstoffe. Und lecker ist es dann auch noch. Darüber hinaus kannst du sogar Fisch, Gemüse und Kartoffeln oder gleich Nachtisch wie Früchtekompott, Creme Brûlée oder Milchreis garen. Es findet keine Übertragung des Geschmacks oder des Geruchs statt. Damit alles so klappt, gehören zum Lieferumfang des Backofens diese Garbehälter. Die Garbehälter haben wir eben bereits in Aktion gesehen und die eignen sich perfekt für die Zubereitung von Fisch und Gemüse. Die Garschale eignet sich durch die Zugabe von Flüssigkeit perfekt zur Zubereitung von Quellprodukten, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten oder Getreide. Bei mir gibt es aber nicht nur gedämpften Reis, Gemüse und Fisch. Ich backe auch gern. Und wer gerne backt, der weiß auch, was es braucht, damit ein Baguette oder ein Brot besonders schön saftig wird und eine schöne Kruste erhält. Es braucht Dampf bzw. Feuchtigkeit. Und auch hier hilft mein Backofen, denn er hat eine Dampfstoßfunktion. Das ist von Vorteil für saftige und krosse Braten, herrliche Tarts, aber auch Brot und Baguette wie vom Lieblingsbäcker. Der Dampfstoß sorgt dafür, dass sich der Teig ideal entfaltet und am Ende auch eine perfekte Kruste bildet. Wie die kontinuierliche Dampfzugabe und der manuelle Dampfstoß funktionieren und wie sie sich unterscheiden, das erkläre ich dir jetzt. Mein Backofen hat die Dampfzugabe mit Sensorik. Der Sensor misst den Feuchtigkeitsgehalt im Garraum und reguliert so automatisch die Dampfmenge. Ich kann je nach Back- oder Bratgut die Dampfintensität zwischen 1 und 3 wählen und der Sensor sorgt dann dafür, dass genau die benötigte Luftfeuchtigkeit im Ofen gehalten wird. Aber, und das ist für die Brotback-Expertinnen und Experten unter euch besonders interessant, die manuelle Dampfstoßfunktion. Damit hast du die volle Kontrolle über den Dampf, um zum Beispiel gleich zum Anfang des Backens so viel Dampf wie möglich in den Ofen zu geben. Für ein ganz besonders knuspriges und innen schön fluffiges Brot. Diese Dampfstöße können bis zu 10-mal ausgelöst werden und das Gerät gibt 3 Minuten Dampfschwaden in den Garraum. Ja, und wer so viel mit Dampf arbeitet, braucht natürlich auch viel frisches Wasser.
Kein Problem, denn dieser Dampfbackofen ist mit einem Festwasseranschluss ausgestattet. Dir steht also immer frisches Wasser zur Verfügung. Und falls mal kein Festwasseranschluss möglich sein sollte, gibt es natürlich auch Backöfen mit integriertem Wassertank. Ich fasse das mal zusammen. Dank Festwasseranschluss kannst du so viel garen, wie du möchtest, ohne Wasser nachfüllen zu müssen. Dank Dampffunktion Plus erhältst du die Bissfestigkeit, Nährstoffe und Vitamine deines Garguts in kürzester Zeit. Und dank Dampfstoßfunktion backst du das leckerste und knusprigste Brot überhaupt. Das hier ist weder ein Brotbackofen, Dampfgarer oder Backofen. Es ist alles in einem. Damit du mit einem einzigen Gerät alles das machen kannst, was dich und deine Gäste glücklich und satt macht. Wenn du wissen möchtest, warum Frederik so gerne Pizza isst und warum ein Bräunungssensor nichts mit einem Sonnenstudio zu tun hat, dann schau doch mal hier vorbei. Wie sieht's bei dir aus? Kochst du bereits mit Dampf? Wenn du einen neuen Dampfbackofen wie meinen suchst, dann schau doch mal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch mehr zum Thema Backöfen erfahren möchtest und wissen willst, wo ich die Rezepte für meine Gerichte finde, dann schau doch mal hier vorbei. Es war mir mal wieder eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao!